Laura Nevoli, Sophia Röttges, 1. FFC Recklinghausen. Heute tolle Partie hier abgeliefert beim 0:0 gegen DSC Arminia Bielefeld, Top-Team in der Regionalliga West. Wie seht ihr das Spiel, Laura? Ja, ich fand eine tolle Leistung von uns. Ich finde, wir haben von Anfang an die richtige Einstellung gehabt, richtig gekämpft, wirklich mit Herz auch dabei. Und auch wenn am Ende die Beine richtig schwer waren und wir fast nicht mehr laufen könnten, trotzdem, wir sind noch reingegangen, noch reingegrätscht. Und wenn wir vor dem Tor ein bisschen mehr präziser gewesen wären, hätten wir eventuell auch gewinnen können. Aber ein Punkt gegen Arminia Bielefeld ist trotzdem ein guter Punkt. Sie sind ein Top-Team, sie wollen aufsteigen, sie sind aus der zweiten Bundesliga abgestiegen. Sie haben viel mehr Erfahrung als wir, deswegen bin ich mit dem Punkt heute zufrieden. Sophia, erstmal Glückwunsch, dass du wieder da bist. Freut uns alle sehr. Zweiter Pflichtspieleinsatz für dich. Beim FFC kommst du immer weiter ran. Warst heute auch für gut etwas mehr als 20 Minuten auf dem Feld. Allerdings in defensiver Mission unterwegs, aber auch recht gut gemacht. Wie fühlst du dich denn? Macht Spaß, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich fühle mich wohl, wieder beim Team zu sein. Und ich glaube, dem Team hilft das auch, dass wieder noch eine Person dazukommt. Und ja, habe mich auch gefreut, wieder beim Team zusammen auch hier ein Heimspiel zu spielen. Endlich mal nach 3 Monaten. Ja. Super. Sonst alles wieder gut. Man hat gesehen, du gehst ja auf volles Programm wieder, ja, zur Sache. Ja, klar. Der Kopf spielt, glaube ich, eine große Rolle dabei. Aber sonst alles gut. Kreuzband hält. Und jetzt muss noch die Ausdauer ein bisschen aufgeholt werden. Jetzt warst du ja heute rein numerisch und nominell auf der Bank die Älteste. Wir hatten, glaube ich, eine der jüngsten Auswechselbänke, die es in der Regionalliga gab, mit 5x16, 1x17 und ich glaube, du bist 23. Ja. Hat man schon ein bisschen Mama-Gefühl auf der Bank, oder? Ja, ein bisschen. Aber letzten Endes, du hast ja auch live auf dem Platz mit den Mädels ausgespielt. Zwei waren ja am Schluss mit im Rennen und kann man aber auch Fußball spielen mit den Mädels aus der U17, ne? Auf jeden Fall, die versuchen ihr Bestes und machen auch ihr Bestes und integrieren sich auch auf jeden Fall und kämpfen genauso und die helfen uns auf jeden Fall. Laura, du hast eben schon angesprochen, ich habe hier auf meinem Zettel so einige Sachen stehen. 57. Spielminute, nach einer Ecke landet der Ball an der Latte. Dann hatten wir, ich glaube, in der 85. Spielminute einen Riesenkonter über die rechte Seite, der leider knapp von der Chiara Tat am Tor vorbeigezogen wurde. Die Mannschaft hat schon gewollt, auch in der ersten Halbzeit hat man gesehen, da war der eine oder andere sehr, sehr gute Spielzug nach vorne im Konterspiel, aber auch wieder die Passstaffetten. Da baut sich was auf, hat man so das Gefühl. Und das hätte man wirklich gewinnen können und wir sollten das jetzt vielleicht einfach gegen Aachen transportieren, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ich finde die Entwicklung der Mannschaft richtig gut. Wir wachsen richtig zusammen, auch beim Training, auch wenn wir weniger sind. Aber dank der U17 können wir immer mit 18, 19 Leute trainieren. Deswegen auch das Trainingniveau ist höher geworden. Wir können viel mehr ausprobieren, auch beim Training. Und sieht man auch auf dem Platz. Wir sind auch jetzt eine richtige Einheit geworden. Man merkt wirklich, dass jeder füreinander kämpft und auch einen Schritt mehr für die anderen macht. Und das ist genau die richtige Einstellung. Und gegen Arminia Aachen, wir wollen auf jeden Fall die 3 Punkte, holen, weil ich glaube, wir haben das jetzt verdient. Wir müssen einfach belohnen am Ende des Spiels und mit Tore. Wir werden jetzt in der Woche wieder viel Torabschüsse trainieren, viel Spielzüge, damit wir noch gefährlicher werden. Ja, hört sich gut an. So, letzte Frage an dich, Sophia. Du bist ja jetzt in Anführungsstrichen in der Regionalliga West ein alter Hase. Früher beim MSV auch schon aktiv gewesen in der Regionalliga. Ich hatte die Frage eben auch an den Tom, an den Trainer von Bielefeld gestellt. Wird immer attraktiver, die Regionalliga West, oder? Wenn man die Namen so sieht, denkst du manchmal auch, mein Gott, was ist hier los? Draußen steht der große Arminia Bielefeld-Teambus, nächste Woche kommt Alemannia Aachen, VfL Bochum und wie sie da alle heißen, Qualität steigert sich immer mehr, oder? Fußball für Frauen ist kein Insidergeschäft mehr, oder? Ja, also es wird attraktiver, auch der Frauenfußball, und steigert sich auch und mehr Mädels kommen immer. Und auch, also wie gesagt, die Vereine, wie du gerade schon gesagt hast, werden immer die namhafteren. Und es wird immer besser
auch die Qualität, wenn man jetzt guckt, wo ich noch in Essen gespielt habe, war es nicht so eine Qualität, wie es jetzt hier ist. Und ja, wird auf jeden Fall immer schwerer, auch immer enger, die Ligen, und spaltet sich nicht so. Ja, ihr beiden, also Wetter lässt es auch nicht gerade zu, dass ich jetzt noch etwas länger mit euch sprechen will, gerne würde, aber ich kann nur eins sagen, und ich denke, das sieht jeder Betrachter auch so, gerne auch in unserem Livestream, dann in der Spielzusammenfassung, kann man sich ja bei fußball.de angucken, weiter so, und das wird. Also der erste FFC ist auf einem guten Weg. Danke.